Sehr geehrte Damen und Herren, ich werde jetzt mit der deutschen mündlichen Zusammenfassung beginnen. Was Sie hören werden, ist keine genaue Übersetzung dessen, was ich gerade auf Französisch gesagt habe. Es wird etwas mit Bezug zu Ihnen und mir sein. Wenn ich Franzosen meiner Doktorarbeit vorstelle, beziehe ich mich immer auf das Verhalten Zinedine Zidans während des Finales der Fußball-Weltmeisterschaft 2006, da er sich zu dem Kopfstoß hat hinreißen lassen, gilt er als derjenige, der nicht mit seinen Emotionen umgehen konnte. Da diese Geschichte die Franzosen traumatisiert hat, sind sie immer sehr an meiner Doktorarbeit interessiert. Aber sie interessiert sie dann nicht. Darum habe ich mir als Einstieg etwas anderes überlegt. Ich habe an eine Frage gedacht. Eine Frage, die sich mir stellt, seit ich in Deutschland lebe. Die wohl berühmteste Frage der deutschen Literatur. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Natürlich glauben Sie jetzt die Antwort zu kennen. Es ist der Vater mit seinem Kind. Aber haben Sie sich denn schon einmal gefragt, warum er so spät durch Nacht und Wind reitet? Haben Sie sich schon mal gefragt, welchen Emotionen er dabei ausgesetzt war und wie diese ihn beeinflusst haben? Um Phänomene wie diese besser zu verstehen, war es das Ziel, meine Arbeit auf Fragen zu antworten, die mit dem Einfluss der Emotionen auf die Entscheidungsfindung des Reiters zusammenhängen. Die erste Frage lautete: Welche sind die Vorboten und die Konsequenzen der Emotionen des Reiters? Die zweite Frage war: Welche individuellen Unterschiede auf psychologischem Niveau sind verbunden mit dem Einfluss der Emotionen auf die Entscheidungsfindung? Letztlich kam die Frage auf, wie beeinflussen die Emotionen die Optionsgenerierung des Reiters? Die Zielsetzung meiner Dissertation war, zu jeder dieser maßgeblichen Fragen Antworten zu finden. Leider waren der Reiter noch sein Sohn für meine Untersuchungen verfügbar. Ich habe daher meine Zielgruppe geändert und mich auf Handball festgelegt. Die Ergebnisse waren wie folgt. Die erste Studie zeigte, dass die Mehrzahl der Stressfaktoren für die Emotionen verantwortlich ist, die außerhalb einer Wettbewerbssituation vorherrschen. Was die Konsequenzen angeht, zeigen die vor dem Spiel vorherrschenden Emotionen die Effizienz des Stressmanagements voraus. Die zweite Studie zeigte, dass die emotionale Intelligenz und die Referenz für Intuition und Deliberation die Leistung der Sportler in Stresssituationen beeinflusst. Die dritte Studie zeigte, dass es die physiologische Komponente der Emotionen ist, die die Generierung von Optionen der Athleten prägt. Ich werde alle diese Ergebnisse in Zusammenhang bringen in der mündlichen Präsentation auf Englisch, die jetzt folgt.